Heute bin ich auf dem Weg zu zwei großen G Energy Cypress oder Cypress, wie man so ausspricht, mit 5,5 Megawatt und 158 Meter Rotordurchmesser. Ja, Wetter ist halt, naja, durchwachsen, aber windig. Guck dir mal die Hoshis an, ey. Wahnsinn, oder? Geil. Und dann noch die ganzen kleinen Anlagen, die hier noch rumstehen. Aber ich lese das gleich mal vor, wenn ich da bin, dann. Steht auch eine Menge rum. Schön. Cooler Windpark. Ja, der Wind geht gut jetzt, ne? Also ein schöner Mix hier. Enercon, Necmecon, was war noch? G, Vestas. Ja, dann halt, wie gesagt, die großen G dann, ne? Ey, das sind die großen. Boah! Scheiß die Wand an, ist das schön. Herrlich. Boah! Monster! Oh, die kleine Vestas jetzt dahinter. Geil! Boah, muss ich nachher mal von der Straße hier irgendwo anhalten. Dann. Die kleine Enercon E53 davor. Boah, heftig. So, der Ort hier, wo ich bin, heißt übrigens Großwelle. Wahnsinn. Mein erstes Mal, dass ich die großen Teile sehe. Morgen will ich dann noch zur Vestas. Oh, Denker und Wolf, die kennt man ja. Morgen will ich noch zur Vestas V150 in Ventus. Da soll sich auch schon eine drehen. Ja, aber ich dachte mir, heute fahre ich mal hierher. War zwar ein ganzes Stück, aber gut. Ich habe es in Kauf genommen. Naja, ich fahre mal hinter. Sieht das nicht geil aus? Das Riesenmonster, ey. Krass. Heftig. Na, die Teile werden immer größer, das ist echt Wahnsinn. Das sind Vestas hier, Vestas V52 haben wir hier stehen. Heftig. Ist das geil. Meine ersten Cypress oder Cypress. Cypress, würde ich sagen, ja. Cypress, Cypress. Ich glaube, da unten vorne stehen noch Schilder. Ich weiß nicht, vielleicht ist es noch abgesperrt, dass man noch nicht hin darf, weil die sind jetzt ganz frisch. Also ich weiß nicht, irgendwie was mit 21 steht drin. Also die wurden erst errichtet dieses Jahr, ne? Wir haben ja jetzt erstmal gerade mal, was haben wir jetzt, März war, ja. Ja. Naja, mal gucken, wie nah ich da rankomme. Wäre ja cool, wenn ich mit mir runterstehen könnte. Oh, herrlich. Ich denke mal, ist alles offen, wa? Mal schauen. Geil. Richtig geil. Na, hier geht es jetzt nicht weiter, hier sind noch Leutchen. Oh, schade. Aber geil. Ja, wie gesagt, ja, hinterm Busch, da stehen noch Autos und noch zwei Container oder sowas. Ich denke mal, die werden noch die Teile auf Probenbetrieb laufen lassen und technische Einstellungen heute noch, was alles so gemacht wird an den Anlagen. Weiß ich jetzt leider auch nicht so genau. Wer sich da mehr auskennt, kann es in den Kommentaren schreiben, dann, was da noch alles gemacht wird. Warum da unten die Container halt stehen und was sie da drin machen, dann. Ich denke mal, werden noch lauter Einstellungen sein, Messwerte und. Schieß mich tot, was alles so wichtig ist. Ist ja auch sehr komplex, so eine Anlage mit sehr viel Elektronik, ne? Ja, die Anlage, die hat eine Namenhöhe von, was haben wir mal, 120,9, also 121 Meter. Die gibt es auch mit 101 Meter sogar. Das ist dann natürlich auch geil. 150 Meter und 161 Meter. So, dann gibt es noch die G Cypress oder Cypress. Mit 6 Megawatt, 164 Meter Rotordurchmesser. Jo, da gibt es nur eine Namenhöhe von 167 Metern. Wow. Heftig. Geil. Die drehen sich gut. Aber die sind halt ohne Container, ne? Die gibt es auch mit Container. Ich glaube, das waren die ersten, die immer noch Container unten dran hatten. Das sah ziemlich komisch aus. Ja, dann ist die andere.
Ja, hier seht ihr den Rest vom Windpark. Also das ist Windpark Großwelle mit Schrepko und Kletze. Nee, Kletzke. Oh, was ist jetzt los hier? Jetzt sieht's aus. Wisst ihr? So sieht das aus. Die pitcht die Flügel jetzt aus dem Wind. Sieht man ja. Ah ja, es werden alles Tests sein, denke ich mal, was sie durchlaufen muss. So ein Standardprogramm halt, ne? Was die Anlagenhersteller haben. So sieht das dann aus. Ob alles funktioniert? Boah, Alter, sind das Latschen. Junge, 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 Junge. Ja, 158 Meter Rotdurchmesser, das ist schon gewaltig, du. Wahnsinn. Krass. So, wo war ich stehen geblieben? Achso. Großwelle, Schrepko und was? Kletzke. Oh Mann, das sind ja immer Namen hier, du. So. Baujahre haben wir hier von 2006 bis 21 bis heute. Also die da. Schneider so noch. So. Und zwar haben wir hier stehen. Ich lese mal vor. Neck Mikon NM92 mit 900 kW. Davon haben wir 10 Stück. Vestas V52 mit 850 kW. Ich stehe gerade unter einer. Die haben 6. Nee, 6 Stück sind das. Jo. Dann haben wir Vestas V80 mit 2 Megawatt, 10 Stück, alles verteilt jetzt hier im Windpark. Ne? Vestas V90, 2 Megawatt mit, oh, mit, ich bin auch ein bisschen wuschig hier. Du. Vestas V90, 2 Megawatt, 9 Stück. Dann haben wir Enercon E53, sind 6 Stück. Ich hoffe, das stimmt alles hier. Enercon E82, E2, 2 Stück. Sieht man die hier? 2 Enercon E82, ja. Ach, da hinten. Jo, Enercon E92, auch 2 Stück. Okay. Mhm, mhm. Das ist ja E92 hier versteckt. Ich sehe da hinten Enercon. Ist das eine E92? Das ist eine E82, oder? Was ist das 92er? Ja, doch. 2 Stück. 2 E92. Und weiter rechts rum habe ich die E82. Ach, da ist noch eine. Siehst du. Gut, stimmt auch. Wunderbar. Okay, dann Vestas V117 haben wir eine. Mit 3,45 Megawatt. Ne, das sind ist V90. Das sind die V90 mit QuietStreamer hinten drauf. Also mit diesen Spoiler hinten drauf. Und Topcooler und sowas. Das sind schon die neueren von 90 dann. Ja, gute Frage, wa? 117er, wo bist du? Kann das ja nur die da sind. Ja, ist er. Ich sehe jetzt den Ansatz vom Flügel. Ein bisschen unscharf. Ja, das ist die 117er. Gut, dann stimmt das auch. Also haben wir hier von 90 die neueren schon. Nicht die alten. Wie man sie kennt, die aussehen fast wie die von V80. Sondern die mit dem Spoiler drauf wie die 112er. Gut. Und dann haben wir halt noch, wie gesagt, zweimal G-Wind Energy, wie sie hier sind, wie man sie hier sieht. Jo. Das sind dann quasi die G55, also 5,5 Megawatt mit 158 Meter Rotordurchmesser. Die kam hierher, die zwei Stück, dieses Jahr. Und dafür kamen zwei Vestas V52 weg. Das war ein Repowering. So, weiter geplant sind nochmal zwei G-Wind Energy 3.8er mit 130 Meter Rotdurchmesser und zwei G-Wind Energy 5.5, also wie die Bienen hier, 5.5 mit 158 Meter Rotdurchmesser. Statt 8-mal, keine Ahnung, was dann wegkommt. So steht das jetzt hier. Erweiterung auch noch geplant, einmal Vestas V150 mit 4,2 Megawatt und einmal Vestas V150 5,6 Megawatt. Diese Inventus dann. Ja, so sieht das hier aus im Windpark, ne? Insgesamt haben wir dann hier 48 Stück. Ich kann sie ja da mal zählen. Ich denke schon, das ist ziemlich cool, ey. Die alten Vestas hier. Da hinten die Nickmikern. Herrlich. Oh, ich zähle sie mal eins. Da hinten ist schon der nächste Windpark wieder.
Wir haben jetzt da 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 habe ich gesagt, wa? Ja, stimmt sicher. Die Daten sind korrekt. Ja, Denker und Wolf AG, ja, habe ich oben ganz oft in Nordfriesland auch gesehen. Ist auch so ein Unternehmen. Ja, denke, ist bestimmt richtig gut. Schön. Ja, wie gesagt, 2V52 hier. So welche kamen leider weg. Aber gut, so ist das nun mal. Für zwei so einen riesen Brummer. Und ein Flügel länger ist als so eine ganze Anlage. Heftig. Schade, dass ich da nicht rankomme. Ich hätte ja mal fragen können, aber jetzt sind sie wieder alle drin im Container, da will ich jetzt auch nicht stören. Naja, man sieht es ja auch gut von hier auch. Klar, unten drunter stehen ist immer was Besonderes. Aber ich will auch keine Nerven jetzt großartig. Cool, ey. Fahre ich mal hier hinten lang zur E53. Da komme ich vielleicht auch ein bisschen ran da. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt nicht mich da runterstellen kann. E53. Bitteschön, da ist er. Die gute. Mensch, warum stehen bei uns hier so eine Brocken? Warum muss man immer so weit juckeln? Das ist so ein Kotzen. Das sieht doch geil aus, oder? So ein Monster. Da muss ich nochmal von weiter weg ein paar Fotos machen als Vergleich. Die kleinen und die großen, ne? Also näher komme ich da jetzt nicht, es führt leider keinen Weg hin, die haben sie neu gemacht hier, neu geplant. Oder der war schon, dass da die Vestas standen vielleicht, keine Ahnung, kann Sinn. Aber wenn du siehst, die Kleine da war, ist echt ulkig. Aber geiler Windpark, viele kleine Anlagen, aber gut, die werden jetzt nach und nach repowered. Ja, in dieser Ecke hier war ich noch nicht, also. Es gibt schon echt viele schöne Windparks, wo man auch hin könnte, ne? Kann man nur hoffen, dass die Spritpreise nicht ganz so hoch gehen, ey. Das ist ja Wahnsinn zur Zeit, was abgeht. Wird ja immer teurer, ey. Zum Kotzen. Da muss man sich ja dreimal überlegen, wo man hinfährt. Ja, und ich lasse Auto laufen, wa? Ist noch nicht teuer genug. Da geht noch was. Bei so einem E-Auto möchte ich nicht fahren. Ich hatte jetzt mal als Probe so einen Hybriden, also Benzin und Elektro. Ist ja schön und gut, wenn du ein paar Kilometer, so 40 elektrisch fahren kannst. Aber wenn der Akku leer ist, dann quasi fährst du dann mit einem Benziner und der stuckt natürlich auch reichlich Sprit, ne? Da bist du mit so einem Diesel besser bedient, also. Ich halte davon irgendwie nichts, weiß ich nicht. Bin nicht begeistert davon. Vor allem die Strompreise werden auch immer teurer, obwohl es hier noch Strom eigentlich gibt. Eine Überproduktion zurzeit, glaube ich, ist, wird der Strom künstlich hochgehalten, also der Strompreis. Es ist zum Kotzen. Naja, was willst du machen, ne? Schön. Nun habe ich es endlich mal gesehen. Dann noch so eine coole Namenhöhe. Passt schon, gell? 122 Meter ungefähr. Also 121,9. Fetzt. Letzt fetzt. Ich hoffe, die anderen fetten auch mal an, sich zu drehen. Aber ich denke mal schon. So, mit der Drohne war ich eben ganz kurz oben. Aber das Wetter ist ja so wechselhaft. Wo ich oben war, fing es an zu schneien. Dann wieder schnell runter. Naja, wie das so ist. Also ganz kurze Aufnahmen habe ich gemacht. Ich bin jetzt eh nicht nah rangeflogen. Wie gesagt, ich will es nicht übertreiben. Ist auch windig heute. Gott sei Dank. Da hinten ist schon mal der nächste Windpark, was ich entdeckt habe. Da stehen Nordex N131, Namenhöhe 134 Meter. Repowering, ja, steht da. Also da wurde mal ein Repowering durchgeführt. Oh, was ich jetzt habe. Ja, wie das jetzt nicht hier. Also 11 Punkte habe ich auf meiner Karte, aber da stehen bedeutend mehr. Das müsste das sein. Ich zoome nochmal ran. So, jetzt mal in Ruhe. So, warte mal, wo waren sie?
Also dahin jucken tue ich jetzt nicht. Hier, wenn man kann es erkennen. Anacon ist auch zu sehen. Ja, das hat er auch mal gesehen, ne? Ja, ich bin aber jetzt hier wegen dem Windpark hier in Fischbeck. Da stehen auch ziemlich viele Anlagen. Vestas, Siemens habe ich sogar gesehen. G-Anlagen, alles Mögliche. Es ist richtig cool. Ich bin heute Zeit hier aufgestanden, so eine Scheiße. Durch meine Nächte, durch meine Nachtschichten bin ich voll der Nachtmensch geworden. Also ehrlich ins Bett komme und dann früh aufstehe. Ja, da vergeht schon die Zeit, ne? Das ist halt blöd. Ich habe mir eigentlich heute einen Wecker gestellt, aber irgendwie hat der nicht geklingelt, ja. Weil ich den Ton aus hatte. Naja. So ist es etwas später geworden. Deswegen habe ich nicht mehr so viel Zeit hier, das alles zu genießen, weil... Die Strecke ist ja doch über 2 Stunden bin ich gefahren, jetzt alles Landstraße, ne? Aber es hat sich gelohnt auf jeden Fall.